Niemand ist da. Niemand nur dein Tod! Und somit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Skyrim. Ja. Wir wurden gerade Zeuge eines Mordes. Befinden uns übrigens in Markant. Und ja, anscheinend haben die Abgeschworenen damit zu tun. Was die Abgeschworenen sind oder was sie tun? Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ach, halt's Maul. Bei euch alles in Ordnung? Ja, ja, komm. Tschüss. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Ach, deine Mutter hat ihre Tage verloren, als du auf die Welt kamst. So, jetzt, Zeit zu gehen. Was gibt es? Alter, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn hier jeder labert. So. Warum seht ihr mich so an? Weil du einen sexy Po hast. Ja, wir sind immer erkannt, was es mit den Abgeschworenen zu tun oder auf sich hat, das werden wir vielleicht auch noch in diesem Let's Play sehen, wer weiß. So, hey Muiri, was ist los? Die dunkle Bruderschaft übermittelt euch. Ja, die dunkle Bruderschaft übermittelt euch ihre Grüße, Muiri. Die dunkle Bruderschaft? Naja. Oh, ich, meine Güte, ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Ja, hat funktioniert. Offensichtlich. Sage mir, was ist dies Begehr? Was ich brauche. Den Tod von Hilaire Dufond. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Beißet es, ich brauche Einzelheiten. Kommt endlich zur Sache. Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Eller ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raldbitar. Das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als... Ja, komm. Ich möchte, komm, dass ja. Ihr in die es soll geschehen. Aber, hey. Nun ja, wenn ihr könnt, dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht. Nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut... Dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nilsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nilsine stirbt, dann soll es euer Schaden nicht sein. Okay. Lasst sie alle für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Rapist! What you gonna do, Boromir? Rape me! Ja, Freunde. Ihr solltet mit meinem Vater kämpfen. All diese Leute, die durcheinander reden, ey. Meine Mutter und mein Vater streiten oft. Das haben sie schon immer getan. Meine Fresse. So. Endlich Ruhe von den Bastarden. Also, wir müssen jemanden umbringen. Und tut mir leid, Leute, dass ich die Dialoge nicht laufen lasse. Aber ich muss sagen, die gehen mir einfach echt zu lange. Alter Schwede. Alter. Ganz ehrlich, ey, die sind so lang, ja, da friert mir der Penis ab, ey. Da platzt mir der Kragen. Nee, das geht einfach nicht, ey. Was die labern, die könnten das in einem Satz zusammenfassen, aber nein. Oh. Ja, ich bin auch überrascht. So, Moment. Du gehst dahin. Oh, das Pferdchen hat schon den erledigt. Cool. Finde ich schön.
Ich liebe Blaze. So. Auf in die Höhle. Oh, wir haben natürlich schon Blut an unserer Klinge. Finde ich sehr schön. Für den Anfang des Auftrags. So, komm, steh auf. Alter, habe ich aus... ich verstehe das nicht. Habe ich auf Lehrling gesetzt? Ach so, ja, dann ist alles klar, warum die nicht sterben, hey. Warum die sterben die ganze Zeit. Wie Noobs. Tja, dann stelle ich jetzt eben auf Adept. Das sollte auch funktionieren. So. Jetzt geht's los. Mit den Morden, ne? Ich bin so richtig heiß aufs Blut, ey. Richtig blutrünstig. Es ist ein bisschen hell hier drin. Oh. Ich bin nicht da. Oh oh. Nicht gucken. Mein Freund. Nein, da ist niemand. Okay, sobald sie um die Ecke kommen, gibt's eins aufs Maul. Oh oh. Der Typ kann mich aber sehen, wenn er hier um die Ecke kommt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber wisst ihr was? Fickt's euch, Alter. Fickt's euch. Nein, fehlt, Alter. Das gibt's doch nicht. Uiuiuiui. Und ich hab grad Ruckler drin. Warum das denn bitte? Seit wann habe ich den Ruckler? Ich hab grad gar nichts mehr gesehen, ey. Naja. Auch nicht schlimm. Den, alle haben mal getötet. Und das war's. Schmetterer, okay, das können wir verkaufen. So. Dann nähern wir uns doch noch von dem Typen. Könnt ihr gleich sehen, was hier passiert. Natürlich wird es zensiert. Skyrim ist hier da noch gütig. So, jetzt gehen wir aber mal hier einmal um das Ding rum. Ich glaube, oh. Was ist das denn? Will ich mich verarschen? Da, Fuck. Natürlich. Moment, Freunde. Das möchte ich doch gerne ausprobieren. Das hat jetzt gerade mein Interesse geweckt. Und das muss ich kurz sehen. So, tschüss. Geronimo, YOLO, fuck it. So, hier war's, ne? Also hier, so, zack. Und, ja, Freunde. Dass die Leute mich nicht sehen, ey. Okay. Natürlich habe ich nicht getroffen. Oh, hier gibt's noch einen. Alter, das ist doch klar, dass es von hier oben kommt. Seid ihr behindert? Naja, okay, dann töten wir eben die nochmal hier. Komm, hier. Komm, zack. Ja. Die sind immer noch schwach irgendwie. Und trotzdem nehmen sie mir ziemlich viel weg. Naja, okay. Gut, dann eben das Ganze nochmal. Zack. Und dich. Alter, wie schön er hier die Beine aufhält, ne? Für so ein... Ah, 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 yeah. Fucks. Schleichen verbessert. Oh, schön, schön. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Über die Dwemer. Dwemer sind übrigens... Wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, die Elfen. Also das, was wir sind. Kommt der Typ oder nicht? Naja, gut. Wir verpissen uns von hier. Zack.
keinen Bock zu warten hier. Was? Oh. Ja, komm. Was? Nein, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Wie hat uns der Typ jetzt kalt gemacht, Alter? Naja, gut, zum Glück habe ich hier gespeichert. Na, Mann. Wie hat der Typ... Hä? Hat der Typ so übertrieben viel weggenommen, oder was? Ja gut, dann lass mal hier durchgehen. Mal gucken, ob der... Wo ist der denn jetzt? Wow, Alter. Erschreck mich nicht so, ey. Banditenraufbold. Uiuiuiui. Okay, der ist wirklich ziemlich... Boah, Alter. Der ist schon stark. Muss man also sagen. Dann schleichen wir uns an und machen eben einen richtig... Ach, ich könnte ja noch ein Level aufsteigen, ich Depp. Warum benutze ich das nicht? Gut. So, das war's mit dir, mein Freund. Auch du wirst draufgehen. Oh, oh. Oh, oh. Einmal rum. Um die Hose. Einmal rum. Ums Knie. Nein, da ist niemand. Niemand ist da. Niemand und ein Tod! Bitch! Alter! Steh halt auf hier! Was? Meine Fresse, wie mein Leben weggeht, ey. Das ist nicht mehr normal. Ja gut, da muss ich mir eben ein bisschen mehr Mühe geben hier mit dem Rumschleichen und so, ne? Darf ich mich nicht direkt verraten. So, weil ich weiß, dass er umdreht. Zauberer, das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Ja, die Magie des Todes, du kleiner Lappen. So, was ist los? What you told me, bitch, here? What up, motherfucks? Motherfucker? Hä? Dann sagst du nichts mehr, du kleiner Lauch. Gut, um uns zu rächen, haben wir einfach mal 5 Minuten unseres wunderschönen Let's Plays verschwendet. Aber hey, das muss auch mal sein. Ich lass mich doch hier nicht foppen von diesem Bastard. Gut. Dann hätten wir das geklärt. Oh, nee. Ja, super. Lalalala. Okay. Ein sekundäres Ziel haben wir auch noch. Wir sollen ein Mädel töten. Aus welchem Grund auch immer. Eifersucht? Hm, weiß er nicht. Optional. Töte Nilsine. Ja, ob optional oder nicht. Optional. Quest ist Quest, ne? Und das bedeutet, wir werden sie niederstrecken. Oh, oh. Du machst mir Angst. Geh weg. Geh weg. Alter. Das Gesicht von dir, gell? Okay, Nilsinchen. Ach, da ist sie. Gebet, Sohn von Arthur. Und gib diesen dahingeschiedenen Seelen Frieden. Ach, das ist die Lappenfrau da. So. Oh yeah. Das war's. Warum haben wir jetzt die gekillt? Ich weiß es nicht, ne? Hat sie uns nicht gesagt. Naja, gut, ich hab's wahrscheinlich auch weggeklickt, weil ich keine Geduld hatte für diesen Dialog. Ist auch ziemlich egal. Wir haben sie getötet. Oh, ein Horka, genau. So hießen die Dinger. So. Almosen. Kenn ich dich nicht von... Von irgendwo kenne ich den Typen. Naja. Gehen wir zu Moiri. Hey Moiri, wo bist du? Da oben? Okay, immer in einem anderen Zimmer also. Nun, was gibt es Neues? Ist Ella? Der ist tot, ja. Ich danke euch. Dieser Dreckskerl hat genau das bekommen, was er verdient hat. Und ich habe das von Nilsine gehört. Ihr habt euren Teil des Handels mehr als erfüllt. Bitte nehmt dies.
Als Lohn und als Zeichen meiner Zuneigung. Ich werde euch nie vergessen. Okay, okay. Zuneigung ist... Okay, Bezahlung ist besser. Was haben wir denn für einen Ring bekommen jetzt gerade? Ein Muiris Ring. Was kann der? Wirksamkeit, Tränke. Och, Alter. Ich bin ein Mörder, ich bin kein Tränkebrauer hier, keine Waldhexe. So, dann gehen wir noch eben die Quests abgeben. Aber viel mehr werden wir heute nicht mehr machen, Freunde. Also, wer nicht mehr gucken will, wie ich die Quests abgebe und vielleicht noch was aufnehme, dem wünsche ich einen wunderschönen Tag. Der Rest ist herzlich dazu eingeladen, wie immer, sich die Folge bis am Schluss anzusehen. So. Lalalala. Ein winziger Seelenstein. Was haben wir hier? Ein Balsamierungswerkzeug. Hey. Ah, ihr seid zurück? Ja, ich bin zurück. Zurück. Alter. Ich liebe die Viecher. Die sind einfach so geil. Oh. Wort der Macht gelernt. Töten, Todeszeichen. Okay. Cool. Finde ich sehr schön, dass es auch Schreie gibt für den Tod. Okay. Darum ist es mir eine Ehre, Vorbote. Hey, Babette. Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Ich bin älter als ihr. Viel älter. Sowas passiert eben, wenn man als 10-jähriges Mädchen von einem Vampir gebissen wird. Oh, wow. Ah, okay. Habt ihr was zu verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Ah, du bist so eine. Nee, dann nicht. Einen schönen Auftrag wünsche ich. Bäh, was ist das denn für ein hässliches Viecher? Alter. Oh, ich hasse Spinnen. Was? Eilig hingekritzelte Notiz. Gaston Belfort. Was mag das sein? Meine Schreibutensilien habe ich verloren und ohnehin fehlt mir die Zeit für einen ausführlichen Bericht. Wochenlang habe ich gesucht, aber endlich habe ich sie gefunden. Die Zuflucht der dunklen Bruderschaft, eine zumindest, den Himmelsrand unter einer Waldstraße. Ich habe sie beobachtet, die Mörder. Ja, kommen und gehen, die Narren haben keine Ahnung, dass ich sie beobachte. Tja, anscheinend doch, hä? Weil du ja hier liegst, ne? Ich nehme an, die Spinne hatte ein gutes Mal mit dir. So, wir geben noch kurz die Quest ab, habe ich ja auch versprochen, dass wir das noch tun. Hey, Nasir! Ob der Tag jemand... Tot. Gut, ich hoffe, ihr wart in dieser Holzmühle vorsichtig. Ihr habt gute Arbeit geleistet, hier ist eure Bezahlung. Dankeschön. Tot. Glückwunsch! Ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Vor euch muss man wirklich Angst haben. Hier habt ihr eure Bezahlung. Ja, bin ich nicht gerade stolz drauf, habe ich ja noch hinterfragt, aber okay. Tot. Natürlich ist sie das. Wie ich hörte, ist das Bergbauwesen voller Halsabschneider und die Arbeitszeiten sind mörderisch. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Hier, eure Bezahlung. Ja, und ich könnte sie den ganzen Tag entgegennehmen. Okay. Habt ihr noch mehr Aufträge? Gut. Auf geht's. Dann reden wir jetzt halt nochmal mit der lieben Astrid. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier ist die kleine Schlampe, die uns verraten hat. Das Mädel, das nicht mit uns schlafen will. Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag erkannt? Ich lebe, um zu dienen, heißt es. Eieieiei. Wie sich das anhört. Aber natürlich habt ihr das. Und nach dem zu schließen, was mir meine kleinen Vögelchen zugezwitschert haben, habt ihr euch sehr gut geschlagen. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Ja. Endlich. That's how we get laid, bitches. That's how we get the ladies, wie Petey immer sagt hier. Stimmt das nicht? Es ist Cicero.
Seit seiner Ankunft war sein Verhalten... Nun, irrational wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Da Fug, okay. Astrid, ihr seid ein wenig paranoid? Das mag schon sein, aber ein gesundes Maß an Misstrauen hat diese Zuflucht schon einmal gerettet. Und mein Bauch sagt mir, dass dieser kleine Verrückte etwas im Schilde führt. Was soll ich tun? Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Was? Aber das wirkt so respektlos. Mag sein, aber uns bleibt keine andere Wahl. Ihr dürft nicht gesehen werden. Und nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Heilige Scheiße. Naja. Ja, Freunde. Das war's wieder für heute. Falls euch der Part gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Cicero ein bisschen spannern mit der Mutter der Nacht. Ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüssikowski, euer Sephiron.